press these buttons. Ach, leck mich. Wild Games Studio. Studio meine ich natürlich. Powered by Unreal Engine. Loading. Ja, das ist kein Publisher, sondern wir sind heute bei Day One. Gary's Incident. Ja, ich finde, das ist so episch schon am Anfang. Ich habe dieses Spiel geöffnet, dachte eigentlich, du spielst heute mal einfach Offplay. Ja, einmal aufgemacht und schon, oh mein Gott, ist das verdammt episch. So, wir schauen als allererstes, also ich mache das hier heute komplett blind und auch ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ja, jetzt fällt mir das Wort ein. Nicht ein, genau, jetzt fällt mir das Wort ein. Nein, es fällt mir nicht ein. Spontan. Spontan wollte ich sagen. Wieso fällt mir spontan nicht mehr ein? Oh mein Gott, ja. Ich mache das hier heute ziemlich spontan, denn ich, wie gesagt, habe dieses Spiel, oh, jetzt ist die gute Musik weg, ich hab's kaputt gemacht. Wir gehen auf Story Mode und ich bin still. Oder vielleicht doch nicht? Wer weiß? Ja. Guten Morgen. Friday morning, also Freitagmorgen, der Juni 2014, Yellowstone, irgendwas Park oder irgendwas. Travel Center vielleicht, ich weiß es nicht, konnte es so schnell nämlich lesen. Genau, erstmal Checky. Ah, ja, erstmal alles übereinander gekippt. Falls da überhaupt noch was drin war. Ah, da war noch was drin. Jetzt nicht. Gary, your package has arrived at the airplane hangar. Yeah, yeah, already. Roger. Also unser Paket ist angekommen. Alles klar. Okay. Gehen wir mal los. Holen wir unser Päckchen ab. Guten Stoff. Naja, Jackie, Whisky, ja. Ja, das Flugzeug ist vollgetankt, wir auch. Und los geht der Flug. Das ist natürlich praktisch. Ah, fuck. What the... Okay. Das sieht mir schwer nach einem Vulkanausbruch aus, ja. Das war ja mein rasanter Absturz mit ziemlich vielen seltsamen Fakten, die jetzt da auf uns zuprasseln. Oh. Wir sind also nicht allein. Na, ich denke, es wäre langweilig und kein Survival-Game, wenn wir alleine wären. Naja, okay, gut, so langweilig auch nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also irgendwas hat es mit dieser Kiste auf sich, die, ja... leuchtet. Oha. Tja, Game Over, würde ich sagen. Die. Oh Gott. Ha. Wo ist der Sound hin? Ach, du meine Güte. Okay, wir sind da. Press right to hit, left to hit. Press F to block. Okay, schön, das ist interessant, aber ich hätte gerne noch Ton dazu. Oder habe ich den nur bei mir jetzt gerade ausgedreht? Nee, hier ist alles runtergedreht. Warum ist denn hier alles runtergedreht? Was soll denn der Blödsinn? Das machen wir schön wieder hoch. Was soll das denn jetzt? Die ganze Atmosphäre kaputt gemacht. Mann, ihr seid ja Schweine. So, Apply. Na komm. Ja, Apply. Achso, okay. Nein, nix da. So.
To kill ya? Was? Moment. Der spricht auch noch Englisch. Wow. Okay, jetzt macht die Maus Faxen. Ich weiß aber nicht warum. Da fuck. Okay, okay, okay. Ihr merkt, das ist alles sehr spontan. Ich habe das nicht getestet und irgendwie scheint da was gar nicht zu klappen. Hab ich irgendwas? Ah, ich verstehe. Einen Moment. Klack. Wobei wäre das jetzt eigentlich... Ach, egal. So. Und weiter. Ja, jetzt geht's. Wow. Ha, den haben wir. Wow. In Fight. Ah, oh Mann, wir gehen voll drauf. Beziehungsweise ich gehe voll drauf. Ja genau, töte erstmal die. Finde ich gut. Die befreien wir erstmal. Wahrscheinlich Riesenfehler, aber egal. Ah, du hast da was Ekliges durch die Nase. Sollen wir es rausziehen? Ich glaube, du hast einen Splitter. Faser, nackt. Ja. The fuck? Okay, gut. Ja. Ja, schön. Schön. In jeder Ecke liegt was. Nein. Wo sind wir hier nur gelandet? Wir müssen zu unserem Flieger. Ganz dringend. Oh. Nee. Oh, schön. Das fängt besser an, als ich dachte. Ich dachte, das hier wäre ein Survival-Game. Nicht, dass wir gleich direkt den Endgegner haben und das Dungeon und sonst was, sondern dass wir uns erstmal vielleicht aufbauen müssen und so weiter. Aber hey, hier geht's spannend los. Ich muss echt sagen, das ist cool. Hat was. Wir haben die Hälfte unseres Lebens verloren und wir haben keine Nahrung und sonst was dabei. Haben wir überhaupt ein Inventar? Ich weiß nicht. Wo ist das Inventar? Da ist das Inventar. Toll, wir haben einen Apfel und ein Messer. Ich bin dafür, den Apfel werfen bei dem Gegner einen Kopf und dann kriegt das Messer. So. Schön, noch mehr Tote. Na, immerhin hat er eine Unterhose, haben sie ihn gelassen. Große, böse Gestalten. Ah, das hier scheint das Tutorial zu sein. Was haben wir hier? Select items to combine and create new objects. Okay. Da haben wir zum Beispiel Netz. Das ist dann Erste-Hilfe-Kit. Da, zum Beispiel das hier. Und wenn wir das jetzt irgendwie kombinieren mit... Weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das... Achso, hier, da. Ja. Press Enter to create. Ah ja. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Okay, jetzt bin added to the Bandagen. Ja, die werden wir vielleicht eventuell gleich mal benötigen. Einmal. Komm, verwenden. Drop, grab, move, use. Achso, das Doppelklick soll das sein. Ah, verstehe. Oha, das ist... Genau, jetzt erstmal noch was trinken. Also nee, desinfizieren natürlich mit dem Whisky. Den haben wir ja immer dabei. Was? Was? Blöd, Mann. Naja, immerhin, wir haben uns ziemlich geheilt. Abgesehen von dem, bei dem ist nichts mehr zu heilen. What the... Okay, Leute. Das sieht interessant aus. Ich mach mal vorzugsweise einen Screenshot. Vielleicht kriegen wir später raus, was das hier bedeutet. Wow, ich glaube, das bedeutet, wir sollten hier jetzt so langsam verschwinden. Halte ich jedenfalls für keine schlechte Option. Weil... warten, bis das Ritual zu Ende ist und da neue kommen, weil die müssen den ja mich ja irgendwie dahin gebracht. Ich verstehe. Das sind also wirklich tatsächlich so ganz versteckte hin, finde ich geil. Also das Spiel ist geil. Entschuldigung, das ist bisher, was ich gesehen habe, das toppt wirklich alles, was ich erwartet hatte. Hätte, täte, tiete und so weiter. Da haben wir noch mehr Malereien. Okay. Ah, wollen wir mal sehen. Da liegt was. Was haben wir hier? Hold. Mango und Banana. Und was damit? Hey, ich will dich mitnehmen. Blödes Mistding. Noch mehr Kritzeleien, die wir aber diesmal nicht lesen können. Okay, ich verstehe aber, worum es geht. Ich verstehe nur nicht, wo wir es einsetzen müssen. Hier müssen wir es einsetzen. Ich denke, das ist... Wow, 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 wow. Ich habe Angst bei diesen Geräuschen.
Gruselige magische Lichter. Ich, ja. Schön. Mango, Mango. Na, immerhin. Ein paar Früchte haben sie hier liegen. Warum auch immer. Ja, das ist wieder der Hinweis. Würde ich sagen, ist das hier der zweite? Warum auch immer das komische blaue Licht glänzen lässt, aber wenn da durch die Augen leuchten, warum nicht? Ach du meine Güte, mach mehr Kritzeleien. Was wir damit wohl anfangen können? Was hat's damit auf sich? Gut, da ist nichts mehr drin. Das können wir auf jeden Fall nicht lesen. What the? Wow. Kann man da so eine Fackel mitnehmen? Ich hätte gerne eine Fackel. Nee. Ich fühle mich so geliebt. Da sind Knochen, 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 Knochen. Knochen kann man alles nicht mitnehmen. Kann man da vielleicht irgendwie... Wow. Okay, das war ein Hinweis, dass wir eben kriechen können. Wir kriechen wie die Griechen. Oh, das ist jetzt dumm. Oh, okay. Gut, also kriechen wir uns mal hier so entlang. Eh hinter einem Gegner. Der dreht sich jetzt bestimmt um, wenn wir da... Das ist eine ziemlich fette Banane. Wow. Dreh dich bitte nicht um. Dodum. Ah, warte! Oh, scheiße! Ja, das war die Mango. Ah, geh mir nicht auf den Keks. Komm, geh weg. Wow. Das Spiel macht echt keine Abstriche. Okay. Immerhin, es wurde Auto gesaved. Das ist schon mal nicht schlecht. Also es gibt Speichermöglichkeiten. Das finde ich sehr, sehr schön. So. Da haben wir nochmal Bandagen zur Hilfe. Die werden wir auch gleich verwenden müssen. So schade es ist. So traurig darum es ist. Ist ja cool. Kannst du richtig... Kann man richtig zerschmettern hier? Finde ich nice. So. Also wir haben ja noch Bandagen. Benutzen wir die mal. Die. Oh, das ist aber absolut schnell. Ach du Schande. Was auch immer das da nützt. Naja. Pistol Ammunition. Also Pistolenmunition, das ist cool. Oh, oh, we got a gun. Ach, leck mich. Ach, leck mich. Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Seltsamer Schein und Schimmer. Ich hab keinen Schimmer. Ja, ja, ich weiß. Ich kenne keins der Zeichen. Sekunde, da oben ist... Nee. Das hier, wo ich gerade drauf zeige, das in der Mitte von diesem komischen Piekser, ist der Button hier. Das kann ich schon mal sagen. Das ist die dritte Reihe. Muss ich mir merken, dritte Reihe. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das die ist. Die Wellen und das Kreuz ist da nicht. Da kommt kein E, da kommt ein Ding.